Weltmeister, der Spitzenreiter der Friedensfahrt, der gestrige Etappensieger, der nun also gleich auf die Strecke geschickt wird. Noch eine gute halbe Minute muss Uwe warten. Daumen drücken jetzt natürlich bei Vater und Trainer Klaus. Alle guten Wünsche nicht nur des Vaters begleiten ihn, sondern auch aller Friedensfahrtanhänger, aller Sportfreunde in der DDR. Es ist eine ganz wichtige Etappe in dieser Friedensfahrt, obwohl nur 22 Kilometer lang. Konzentriert. Und Klaus Ampler wird jetzt sicher auch ganz genau auf die Uhr schauen, um jederzeit, wenn sein Sohn hier eingeblendet wird, zu wissen, wo liegt der Uwe in diesem Kampf um die Spitzenposition. Und nun also Achtung auf den 22-jährigen Mann von der SG Wismut Gera. Jetzt lassen Sie mal die Zwischenzeit, liebe Zuschauer. Jens Heppner ist relativ früh eingeblendet. Er hat noch ein ganz schönes Stück Weges zurückzulegen. Aber das werden Sie wohl bestätigen, Klaus Ampler. Jens Heppner hat bisher bei der Friedensfahrt eine feine Leistung gebracht. Ja, ich glaube, so eine Zeit knapp um 34 Minuten, die ist für Jens Heppner auf jeden Fall noch drin. Und wir sehen, er fährt hier auch noch relativ gut, relativ flüssig. Er bewältigt also diese Übersetzung auch noch gut. Jetzt kommt allerdings noch der Scharfrichter dieser Strecke. Achtung, Jens Heppner, jetzt Schwung holen. Die letzten 100 Meter beginnen gleich. Da sehen wir es auch auf der Straße. Es ist gut zu erkennen. Der Helfer ist wieder da, aber wir hoffen, dass er nicht eingreifen muss bei der Fahrt Jens Heppners. Die Spitzenzeit, Pulnikow 33,38, dann Mario Kummer 33,42. Also das wird noch ein sehr gutes Resultat für Jens Heppner. Er kämpft sogar hier noch mit um die Spitzenposition. Das wird er vielleicht nicht ganz schaffen. Ich will aber mit allen Prognosen vorsichtig sein. Aber er fährt ganz vorn mit rein, der Jens. Eine schöne Fahrt des Geras. Jetzt ist gleich die Zeit von Pulnikow um. Aber Platz 2 ist für ihn drin und er hat ihn geschafft. Bravo, Jens Heppner. Und nun Uwe Raab. Ich kann mir vorstellen, der Pulsschlag jetzt, Klaus, der wird ein bisschen schneller, ein bisschen heftiger. Pardon, Olaf Ludwig. Aber egal wie, ja, ich hatte schon ein weißes Trikot hier gesehen, das war das Verwechseln. Aber auch natürlich schlägt das Herz mit für Olaf Ludwig, das kann ich mir vorstellen. Ja, aber trotzdem, der Olaf muss jetzt ein bisschen zulegen. Ich habe mal gestoppt vorhin. Die letzten 400 Meter, da brauchte allein Jas Kula noch eine Minute und 40 Sekunden. Das können wir jetzt mal zurechnen. Also wahrscheinlich doch eine Zeit über 34, wenn der Olaf Ludwig jetzt nicht auf dem Schlussteil deutlich schneller fährt als Zenon Jas Kula beispielsweise.
Ich muss auch sagen, es geht ja nicht nur darum, die Positionen in der Einzelwertung zu behaupten oder zu verbessern. Es geht ja auch um die Positionen in der Mannschaftswertung. Seit dem Prolog gibt es ja diese minimale Differenz von nur 15 Sekunden zwischen der führenden sowjetischen Mannschaft und der DDR-Vertretung. Nochmal 33:27 war die Zeit von Jaskula. Ja, ich glaube doch, es wird eine Zeit deutlich über 34 für Olaf Ludwig. Da stehen die Männer bereit, um eventuell noch das Material zu wechseln auf den letzten Metern. Aber natürlich will man das umgehen, das alles würde ja viel Zeit kosten. Etwa die Zeit von Stanow oder von Stajkov. Stajkov hatte 34:20. Neunter Rang für Olaf Ludwig. So, und nun also Uwe Raab und erneut Daumen drücken für einen Fahrer aus unserer Mannschaft. Die Reihenfolge immer noch Jaskula, Pulnikov, Heppner, Kummer, Ugryumov, Konischew, dann Stanow, Stajkov, Olaf Ludwig. Ja, das wird jetzt knapp. Das wird eine Zeit doch unter 34 Minuten, glaube ich. Die Bestzeit sollte auch nicht mehr drin sein, das muss ich jetzt vorsichtig sagen. Aber schneller als die Fahrer, die wir vorher sahen, Olaf Ludwig und auch Asiat Saitov, könnte Uwe Raab am Ende sein. Vergessen wir nicht, dass er auch schon einmal Straßenweltmeister war 1983. Und das können auch wenige Trainer von sich sagen, dass sie zweimal einen Weltmeister herausgebracht haben aus ihrer Trainingsgruppe. Und neben Uwe Raab und Uwe Ampler gibt es ja weitere Klasseleute in der Trainingsgruppe von Klaus Ampler mit Jan Schur, dem Ersatzmann dieses Jahres, mit Andreas Lux und auch mit vielen jungen Leuten. Steffen Rhein möchte ich da nur nennen, von denen wir hoffen, dass sie in den nächsten Jahren zu unserer Spitze aufschließen können. Uwe Raab quält sich jetzt also über die letzten Meter dieser Etappe. Bernd Schlechte, einer unserer Betreuer, steht da und der Uwe wird es wohl ohne Hilfe schaffen. Na klar, er ist ein klasse Rennfahrer. Wenn er auch die Zeit von Jaskula nicht mehr schafft, die ist vorbei. Und auch die Zeiten der Nächstplatzierten sind für Uwe nicht mehr zu schaffen. Aber um 34 Minuten, das könnte sein Resultat sein. Etwa der fünfte, sechste Platz ist drin für Uwe Raab. Ugryumov hat als Vierter 33:53. Die Zeit ist um. Konischew 34:07. Und da ist Uwe Raab schneller. Und hier Pech für Andrzej Mirziejewski. Der musste unterwegs noch einmal bauen. Der Mann, der in der Gesamteinzelwertung an fünfter Stelle liegt. Und jetzt am Berg, da ist das natürlich ganz, ganz schwer, das Rad wieder in Schwung zu bringen. Welch eine Tragik für den Rennfahrer aus der Volksrepublik Polen. Also, das können wir jetzt auch schon sagen. Uwe Raab macht in der Gesamteinzelwertung zu den vor ihm liegenden Mirziejewski und Seta Boden gut. Zu Mirziejewski hat er 37 Sekunden gewonnen und jetzt
schafft es also Morten Säter nicht einmal mehr hier auf dem Rad, diese Strecke zu absolvieren. Ein Bild, das wir in der Anfangsphase der Übertragung häufig sahen. Und das ist nun natürlich ein immenser Zeitverlust für den Skandinavier. Morten Säter ist im Ziel und er büßt hier bei diesem Zeitfahren 1 Minute 26 Sekunden gegenüber Uwe Raab ein. So viel kann man hier gewinnen oder verlieren. Und das ist möglicherweise einer der Männer, die einiges gewinnen. Peter Petrov. Die Kamera fängt ihn relativ spät ein, weil ja Säter so weit hinten war. Die Bestzeit wird Petrov wohl auch nicht mehr schaffen. Ja, und auch er hat dieses Missgeschick dort, aber er hat offensichtlich damit gerechnet, denn er hatte ja die Füße schon schnell gelöst und sagt sich im Laufschritt, bin ich jetzt vielleicht schneller? Jetzt wünscht er sich die schnellen Beine vielleicht von Jordanka Donkova hier. Aber wie gesagt, es liegt ja auch schon ein schwerer Streckenabschnitt in den Beinen und hinter den Fahrern. Achtung, gleich ist die Jaskula-Zeit rum. Jetzt noch 100 Meter. Pulnikovs Zeit, Heppners Resultat und Kummers Zeit sind um. Und nun schwingt er sich noch einmal auf die Maschine, der Peter Petrov, um die letzten Meter hier zu absolvieren. Über 34, knapp über 34, vielleicht um Ugryumovs Zeit 34,07 oder Starnovs 34,15. Da ist der Siebente, Peter Petrov, der Bulgare, der im Augenblick in der Gesamteinzelwertung auf Platz 3 liegt. Au, mit welchem Tritt jagt denn da Jamolidin Abdushaparov heran? Der zieht ja ein Sprinterrennen hier an. Aber die Kamera hat ihn auch sehr früh aufgenommen. Er hat da das relativ flache Stück gehabt und jetzt geht es hinein in das Schanzenareal. Er hat noch ein bisschen Zeit. Aber er hat auch noch die ganze Schleife rund um den Schanzenauslauf zu absolvieren. Und dann geht es ja nochmal die letzten 200 Meter steil bergan. Schaue mal hinüber zur 400 Meter Marke. Da müsste er jetzt eigentlich schon sein, wenn er Jaskulas Zeit schaffen will. Aber dieser Mann hat bisher Hervorragendes geleistet. Er war ja ursprünglich in die Mannschaft gekommen, um bei den Sprints, um Violett, um Weiß und Rosa und vor allen Dingen auch um die Etappenwertungen einiges zu bringen, einiges zu leisten und vor allen Dingen Olaf Ludwig Paroli zu bieten. Und kaum einer hatte ihm zugetraut, dass er auf einer so schweren Etappe wie der gestrigen nach Harachov ganz weit vorn mit ankommen würde. Aber immerhin, Abdushaparov war vor 3 Jahren auch schon sowjetischer Meister im Straßenfahren. Und wer das geschafft hat, der ist schon ein Klassemann. Aber heute wird auch er weit zurückliegen. Über 34,30, glaube ich, wird seine Endzeit liegen. Oder sagen wir um 34,30. Musik
Jamolidin Abdushaparov quält sich über die letzten 120 Meter dieser Etappe. Er wird heute nicht zu den Besten gehören. Aber er will seine Ausgangsposition in der Gesamteinzelwertung wahren. Er will nicht allzu viel an Boden heute bei dem Ritt bergan zum Teufelsberg hinauf verlieren. Gegen Petrov hat er jetzt schon über eine halbe Minute eingebüßt. Das heißt, seinen zweiten Rang hat er auf jeden Fall verloren. 34,50, 16. Platz und nun heißt es warten, warten auf den Weltmeister. Ja, erster, das kann man noch nicht einblenden, aber der Uwe ist hier schon auf den letzten 200-300 Metern, also er hat diese Marke, diese ominöse 400-Meter-Marke schon absolviert und jetzt ist es ja fast egal, ob er schneller ist als Jaskula, obwohl das natürlich schön wäre, wenn er diese Etappe auch gewinnen könnte, aber es geht vor allen Dingen darum, heute viel Boden zu gewinnen gegenüber Abdushaparov, den sahen wir gerade im Ziel und Uwe ist jetzt schon auf den letzten 120 Metern und die Bestzeit von Zenon Jaskula steht bei 33,27, also noch 40 Sekunden, gut 40 Sekunden Zeit hat Uwe Ampler für 100 Meter. Aber was sind das für 100 Meter bei diesem Bergzeitfahrenden Harachov? Uwe kommt, der Weltmeister kommt und der Mann im regenbogenfarbenen Trikot, er wird sich auch heute als der Beste erweisen. Dieser Teufelskerl bezwingt wohl auch als Bester den Teufelsberg in Harachov. Er strampelt noch einmal, der Uwe Ampler, und er gewinnt dieses Bergzeitfahren. Und der Mann, der Spitzenreiter dieser Tour, er festigt seine Spitzenposition. Und das wird natürlich Jubel geben bei den Friedensfahrtanhängern zu Hause. Und ganz besonderen Jubel natürlich, wer kann das verdenken, beim Vater und beim Trainer Klaus Ampler. Rübezahl, der Chef der Berge, ehrt in Harachov den besten Bergfahrer dieser Tour, ehrt Uwe Ampler für seinen heutigen Etappensieg beim 22 Kilometer Zeitfahren rund um die Berge des Riesengebirges. Was war das für eine Etappe und was war das für ein Ritt des Weltmeisters und Spitzenreiters dieser Tour zum 105. DDR-Friedensfahrt-Etappensieg in der 40-jährigen Geschichte dieses Rennens?